Seit Urzeiten hat der Mensch das Bedürfnis, kultiviertes Land abzugrenzen, einzufrieden und vor Eindringlingen zu schützen. Die Errichtung von Zäunen und Einfriedungen war immer schon Voraussetzung für eine geordnete Land- und Viehwirtschaft. Über die Jahrhunderte entwickelten sich verschiedene für den Pinzgau und den angrenzenden Tiroler Raum typische Zaunformen. Die historischen Zaunformen verschwinden allerdings mehr und mehr aus unserem Landschaftsbild und werden durch zweckmäßige Stacheldraht- und Elektrozäune ersetzt. Ein Projekt in der Gemeinde Leogang im Salzburger Pinzgau sorgt jetzt dafür, dass die traditionellen alten Holzzäune nicht in Vergessenheit geraten. Ja, die Gemeinde Leogang hat sich im Jahr 2020 entschlossen, das Ortszentrum zu verschönern, neu zu gestalten. Und da ist uns eben die Idee gekommen, das mit traditionellen Pinzgauer Zäunen zu machen. Wir haben drei historische Zäune ausgewählt. Das ist zum ersten der Pinzgauer Zaun, der Stangenzaun und der Ringzaun. Wir haben bei lange Jahre einen Ewald Sepp gehabt, der was in vielen Bereichen auch für die Gemeinde schon Pinzgauer Zäune errichtet hat. Der Ewald Sepp ist leider vor Jahren verstorben. Und damit dieses Handwerk nicht verloren geht, haben wir uns aus Maria Alm den Zimmerer Herzog Martin geholt, der was noch selber das Holzklepp, das alles noch selber in Handarbeit macht, auch die sogenannten Wiedenbirk. Ein Zaunbauer aus Alm hat der Pfeffer Thomas, die Firma B-Works, ein junger Leoganger, unterstützt. Er hat diese ganzen Stangenzäune gemacht. Und der Dom ist mittlerweile sehr viel unterwegs, macht auch sehr viele Zäune. Und das gefreut uns auch, dass aus diesem Projekt heraus das Handwerk auch in der Gemeinde weiterlebt. Ich bin der Pfeffer Dom, habe mich 2019 selbstständig gemacht mit meiner Firma B-Works. Ja, ich bin sehr brauchtumsbezogen und somit hat mich auch die alten Zähne aber schon interessiert. 2020 hat mich dann der Bürgermeister gefragt wegen dem Zauprojekt und dann habe ich einen Stangenzau übernommen. Man nimmt euch großteils nimmt man Lärche her, vor allem bei der Säue, weil Lärche ist ein heimisches Lärchenholz und das ist natürlich witterungsbeständig, viel beständiger als wir Feuchten. Und dann haben wir die Zapfen, jeweils, die werden mittels einer Schablone halt auch gemacht, dass man überall auch die gleiche Bohrungsabstand hat. Die sind auch aus Lärchenholz, die sind Rundstangen. Und dann haben wir die feuchtenen Querstangen. Und ganz vorne ist nachher der Stempel noch, der ist auch aus einem Feuchtenholz. Der hebt eigentlich die Stange zu, mittels einem Wiedenring, der was dann oben drüber ist. Und zum Schluss dann noch das Lärchendach drauf, dass einfach oben die geschnittene Stelle von der Säule nicht aufräumen mag so schnell. Das Zaunmachen habe ich von meinem Vater gelernt. Und jetzt habe ich mir in Maria Alm eine kleine Werkstatt gebaut. Und da tue ich eben das Zeug herrichten. Weil herrichten tue ich meistens ein Winterzeug, dass du dann Sommer nachher einen anderen Zaun machst, weil es einfach so zeitaufwendig ist. Im Pinzgauer Zaun braucht man vier verschiedene Steckenlängen. Die machen wir in Lärchen, alles in Klum und mit der Hand putzt. Und die Girsten. Die sind aber in Feuchten, weil die liegen ja nur drin und haben eigentlich nur wenig Erdberührung. Und da ist es nicht so tragisch, wenn die gleich Feuchten sind. Das ist von jeher so gemacht worden. Auch mein Vater denkt zurück auf die 30er Jahre und da ist das auch schon so gewesen. Als erster kommt das Holz einmal da hoch und dann wirst du zusammengekommen und angeschnitten und nachher wirst du aufgeklommen. Und nachher zuerst viertelt, dann gebachtelt. Und nachher kommt die Außenwahl weg bei der Lärchen, das weiß ich, weil das braucht man nicht, das fällt schnell. Und nachher wirst du zentisch putzt und gespranzt. Nur an den Spitzen haben wir eine Maschine gebaut, weil es einfach sonst so zeitaufwendig ist. Und beim Pinzgauer Zaun ist der Zeitaufwand ungefähr 1 zu 3. Also, wenn du jetzt sagst, für 100 Laufmeter, du hast ungefähr 3 Wochen herrichten und 1 Woche nachher aufbauen. Wenn das Zeug noch festig ist, nachher wirst du es aufgelegt und wirst auf die Baustelle geführt und da wirst du den Pinzgauer Zaun zusammengebaut. Vor 3 Jahren habe ich eben den Zaun aufgestellt. Und da sieht man es jetzt gut, das sind die Girschner. Die haben zwar unten ein wenig eine Erdberührung, aber wie man da sieht, das tut ja auch nichts. Da rinnt das Wasser schön an. Und da sind dann die Löcher stecken hin. Die werden ungefähr 15 bis 20 cm an die Erne eingeschlagen. Und deswegen heben sie auch so gut nachher. Und wie man sieht,
Der ist jetzt 3 Jahre alt und wird er noch herhaben. Das Errichten traditioneller Zäune ist älteste bäuerliche Handwerkskunst. Sie erfordert große Geschicklichkeit, gutes Augenmaß und Sinn für Harmonie. In Leogang gestalten die historischen Zäune das Ortsbild und kehren damit in das Gedächtnis der Menschen zurück.